Jumbo Jumbo, meine lieben Django Zulu Fans. Willkommen im PWM 102. Ich spiele mit den Zulu. Und das ist Civilization Brave New World. So, Runde 26. Was ist soweit geschehen? Ich bin jetzt kurz davor, meine nächste Stadt zu gründen. Und dazu muss ich meinen Siedler etwas fortbewegen. Meine Stadt möchte ich gerne auf diese Position gründen. Auch wenn mir die Hilfe etwas anderes sagt. Diese Position ist nur gut, weil sie direkt neben dem Kupfer ist. Aber das Kupfer werde ich sicherlich bald kriegen. So dringend ist das nicht mit dem Kupfer. Obwohl, wenn ich mir meine Zufriedenheit so angucke, mit 5 Zufriedenheit, ich hatte es ja mal ausgerechnet, komme ich mit 2 Städten ins Minus bei dieser Kartengröße. Okay, ansonsten ziehen wir einmal noch unseren Krieger etwas in die Nähe, damit hier der Barbar, ein Barbar, der dort auftauchen könnte, nicht noch dieses Feld blockiert, also blockieren wir das Feld. Gut, was machen wir sonst noch? Unser Bogenschütze steht kurz vor der Beförderung, 6 von 8 Punkten. Ja, und der muss jetzt noch hier ein bisschen spionieren. Gucken wir mal, was hier so weit dahinter ist. Hinter Porto. Da ist nix. Also Pferde sehe ich da auch nicht. Irgendwelche Besonderheiten wie Eisen sehe ich auch nicht. Hat er eh nicht. Und dann gucken wir nochmal hier hin. Super, dann kann ich nächste Runde mit dem Bogenschützen dieses Lager beschießen. Kriege ich ein bisschen Kultur, wenn ich den vernichte. Und kriege ich Erfahrungspunkte. Die sind besonders gut. Schauen wir auf die Bronzeverarbeitung, die wir in einer Runde erforschen. Uns fehlte ein einziger Fortschritt in der Bronzeverarbeitung. Sonst hätten wir es schon diese Runde gemacht. Macht nix, dann holen wir das nächste Runde nach. Gut, und in 2 Runden wird der nächste Siedler produziert. Ja, und wenn dann nächste Runde Bronzeverarbeitung ist, weiß ich, wo Eisen steckt. Ob hier unten irgendwo Eisen steckt, ob hier noch Eisen steckt. Und dann kann ich halt meinen Siedler vielleicht noch das ein oder andere Mal ein bisschen verschieben. Auch den, der hier noch ist. Auf jeden Fall wichtig, Pferde und Eisen, beide wichtigen Rohstoffe, habe ich dann zu Gesicht. Und kann optimal agieren. So, das wäre die Runde. Und dann schauen wir nochmal auf die Punkte. Bei den Punkten hebt sich deutlich hervor, dass Bragda wieder ganz oben steht. Zum einen wegen den Punkten wegen seiner Länder. Er hat auch eine zweite Stadt. Er hat eine zweite Stadt gegründet. Ja. Hat er, glaube ich, schon letztes Mal gemacht? Nee, weiß nicht. Nee, er hat es jetzt gegründet, diese Runde. Ich gucke nochmal in die Punkte. Ja, diese Runde hat er die gegründet. Und ansonsten zieht natürlich Babylon Torqueror mit dem enormen Forschungsboost davon. Und forscht, was das Zeug hält. Und Sharkbit derjenige mit der ersten Sechserstadt. Odoaka zieht jetzt auch ziemlich weit nach oben. Der hat jetzt noch eine Technologie erforscht, nämlich das Bogenschießen. Ja, und ansonsten ganz normal, noch nicht weiter kritisch. Und ich bin leider noch letzter. Aber das wird sich nächste Runde ändern. Nächste Runde werde ich Forschung kriegen, werde ich und Politik kriegen. 8 Punkte mehr und dann liege ich auch nicht mehr ganz so weit unten. Gut, ja, wir schauen nochmal auf den Technologiebaum, um zu sehen, was hat denn Odoaka alles mit den Portugiesen. Er hat Keramik, er hat Bogenschießen jetzt, das kostet weniger, er hat Bergbau und er hat Kalender. Ja, 1, 2, 3, 4 Techs. Und was habe ich? 1, 2, 3. Und mit dem 4 Techs dann nächste Runde. Wunderbar. Sind wir eigentlich gar nicht so weit auseinander. Hätte mich auch gewundert. Dann schauen wir noch auf die Demografie. Die Demografie sagt, mit unseren 10 Produktionen liegen wir auf Platz Nummer 3. Das ist sehr schön. Damit können wir die maximale Produktion schön aufrechterhalten. 10 Produktion ist wirklich ein schöner Wert. Das ist wirklich gut. Und vor allen Dingen mit nur ein einziger Stadt. Ja, nächste Runde kriege ich dann die Sozialpolitik. Die Sozialpolitik wird dann sein, Großgrundbesitzer gibt plus 2 Nahrung in der Hauptstadt und 10% Wachstum. Und das bedeutet, wir könnten sogar die 10 Produktion aufrechterhalten, hätten dann zwar kein Wachstum, aber wenn ich voll auf Produktion gehen sollte, für den Fall, dass ich wieder mal ins
negative Grade hier in der Zufriedenheit, habe ich enorm viel Produktion und kann in wenigen Runden extrem viel raushauen hier. Alles klar. So, das wäre das. Und ja, das war dann auch schon wieder alles, diese Runde. Und wir sehen uns in Runde 27. Jumbo, Jumbo!